Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Raptor Evolution gegen Magier des Bandes. Habe ich die hier eigentlich schon? Ja, habe ich. Okay, soll ich was anklicken? Nö. Okay. An. Das heißt, ich beschwöre ihn. Nutze seinen Effekt, um ihn zu beschwören. Nutze seinen Effekt, um den Schaden zu machen. Wenn einfach der Sekunde beschwören, was hat das für einen Namen? Ah, okay. Ah, gut, dann tun wir die erstmal zusammen. Ah, legen wir den da rein. Hätte ich den Angriff spielen sollen? Eigentlich nicht. Habe ich es getan? Ja, habe ich. Ich werde den, der leuchtet, weil er leuchtet. Das ist genug Grund in meinem Kopf. Warte mal, wenn es schon so ist, dann würde ich fast sagen, ich hole mir den da. Jetzt weißt du, was ich auf der Hand habe. Ist nur die Frage, ob du es umgehen kannst. Und ich überlege gerade, ob es überhaupt möglich ist mit dem Deck. Vielleicht. Bisher. Inaktiv, habe ich das Gefühl. Also du sagst, ich weiß jetzt, was du auf der Hand hast. Wie soll ich das denn wissen? Ja, wenn du vielleicht zugeschaut hättest, wäre dir das aufgefallen. Laumegalan, yes. Die meinte ich nicht. Booster Pass. Ja, den meinte ich. Ach, natürlich. Ja, dann darf ich einfach nur nicht angreifen, Isel. Naja, außer du möchtest dein Opfer bringen. Wow, diese Fallenkarte ist komplett nutzlos, wenn der Gegner nicht pendelt. Oh, die Scales zerstört. Naja, du kannst den Zweier-Effekt zumindest nutzen. Nein, wenn dein Gegner den Effekt eines Pendelmonsters oder einen Effekt einer Karte in der Pendelzone aktiviert, annulliere dies. Konterfalle. Komplett nutzlos. Warte mal, aber den Effekt einer Karte in der Pendelzone. Ja. Naja, ich kann da ja auch eine Zauberkarte reinlegen oder eine Fallenkarte. Also sollte dann eigentlich auch gehen. Denke ich zumindest. So würde ich zumindest interpretieren. Warte, also dein Effekt kommt wann? Ja, sobald ich den Angriff deklariere. Ja, genau. Das ist schon... Kannst mich schwer angreifen, ohne ihn zu deklarieren. Außer du greifst irgendwie direkt an. Was möglich ist, wenn du die Monster anders wegkriegst. Oder du beschwörst einfach so viele Monster, dass du einen ins Messer laufen lassen kannst. Na, welcher Effekt ist das denn jetzt? Monster-Effekt. Ja, lass dir Zeit. Du hast 918 Sekunden. Oh, jetzt haben wir so viel, hab ich gerade. Also das nützt mir nichts, weil dafür müsste diese Karte auf dem Feld sein. Das heißt, damit kann ich ihn nicht beschützen. Naja, wenn du sie nicht aufs Feld kriegst. Hast du denn schon eine Scale auf der Hand, oder noch nicht? Ja, muss nur entscheiden, wen ich spielen will. Ah, da hast du sogar Auswahl, okay. Lass mich kurz gucken. Habe ich Auswahl, wenn ich...
den und den setzen würde, dann kann ich den nicht spielen. Den kann ich sowieso nicht spielen. Okay, nee, ich habe eigentlich keine Auswahl. Ich muss die beiden in Skala benutzen. Okay. Oh, ich glaube, das ist sogar ein Out. Ja, aber nein, ist es nicht. Hä, wieso nicht? Was genau hast du jetzt gelesen? Einmal pro Spielzug, falls ein oder mehr offene buntäugig Pendelmonster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, du kannst eine Karte in deiner Pendelzone zerstören. Okay, dann hat er das gleiche auch nochmal als den Effekt. Ich habe seinen Monster-Effekt gelesen. Ich ein offenes buntäugig Pendelmonster. Okay. Ja, ich hab bin gerade noch verwirrt, da steht nicht, dass der Effekt negated wird. Ein buntäugig. Ah, naja. Monster. Oh, du hast nur den. Das war jetzt alles, was du. Okay, okay, gucken wir mal, was du darauf machst. Was soll ich da bitte groß tun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du was aktivieren? Hier, ich waste schnell das hier. Wow. Beschützt meine Zonen. Mein Monster ist weg. GG. Auch sogar verbannt. Umso besser, dann kann ich ihn ja nicht wiederholen nächste Runde. Ja, so funktioniert die Bodenlose. Oh. Oh. Oh, wolltest du damit ein Monster von mir zerstören? Kann ich. Selbst wenn ich das Monster gar nicht mehr besitze. Ja, aber wolltest du das? Wer von euch ist denn bitte bunt? So. Es zählt also auch, wenn er als Pendelkarte da ist. Hä? Ich verstehe gerade nicht. Was willst du? Ich habe Spiralflammenschlag noch nie benutzt, um was zu zerstören, Dennis, weil es bisher nie funktioniert hat. Ja, okay, dann weiß ich aber nicht, warum du sie nicht schon vorher aktiviert hast, weil dann wären halt zwei da. Obwohl, im Falle von Bodenlose wären da wahrscheinlich beide verbannt worden, also war wohl besser. Ja. Okay. Ja, searchen wir erstmal noch mehr Karten. Card Advantage. To the Roof. In Angriffsposition schiebst, hast du vielleicht sogar genug Art. Mehr als. Also nicht nur viel Art, sondern definitiv. Ah ja, schauen wir mal. Einmal 2000. Zweimal 2000. Dann 1700. Weißt du, deine 2x 2000 waren über 5000 Damage wert. Merkwürdig, wie kann das nur sein? Ja, weil da 6000 da drin war, also weil da 600 drin war. Aber. Das also erkannt. Ich. Ich runterhalte ein bisschen. Das macht es einfacher für mich zu rechnen. Ja. Ja, soll ich aufrunden? Da kommen einfach 6000 raus. Das ist nicht ganz richtig. Das ist ein Tausender mehr. Dran gewesen. Ja, gut, aber ich möchte ja. Ich möchte ja nicht am Ende zu wenig Schaden machen, so ganz knapp. Also. Rechne ich lieber gewounded down. Rechne einfach mit der Zahl, die da steht. Das. Ich bin nicht gut im Kopf rechnen, das kann ich dir sagen, Mann. Ah, was habe ich denn da schon wieder für eine Hand? Ich glaube, das wird dir nicht gefallen. Super, freut mich. Ich meine, sie Viecher hier rumfliegen. Ah, der ist eigentlich ganz gut da drin. Okay, den habe ich nur selten da drin.
Ja, mein Gott, ey, ich will diesen verdammten Pendeldrachen raushauen. Und er selbst hat eine scheiß Skala, also Ja, hätte ich einen Normal Summon machen sollen diese Runde, sonst nichts. Ich meine, du hättest mehr machen können, vielleicht, weil du hättest ja noch was suchen können dann mit dem anderen. Okay, warte mal, kann ich den an sich überhaupt outen? Ja, doch, kann ich outen. Dann outen wir ihn. Ja. Okay. Ah, stimmt. Der macht ja auch nochmal Schaden. Oh. Ich habe mich verkalkuliert. Das ist aber ungünstig. Komme ich dann überhaupt auf genug ATK? Ich glaube eigentlich nicht. Vergessen, dass das der war, der ein Exceed-Monster braucht, um beschworen werden zu können. Dann holen wir uns den da. Und dann machen wir einfach noch einen zweiten von ihm und belassen es dabei. Dann hast du keine Backroll. Kann ich noch platzieren? Nein, kannst du nicht. Jetzt ist Werde ich auch vorbei. noch platzieren. Will nur zwei von denen auf dem Feld haben. Sind aber zu schwach. Und dann natürlich. Ja, ist mir klar, dass sie zu schwach sind. Es geht hier gerade um eine Wand. Ja, als Wand reichen Ich sie habe einen aus. Fehler gemacht, dass ich dich outen wollte. Weil ich den einen nur beschwören kann, wenn ich den X7-Monster bereits auf dem Feld habe. Und dadurch habe ich nicht drei gleichzeitig auf dem Feld gehabt. Um den einen zu beschwören, der ja drei Monster braucht. Ich kann gar nicht geoutet werden. Deine ATK-Clown, ist das kein Out? Weiß nicht, wie du Outs definierst, aber nicht bei mir. Also, wenn ich stärker bin als du, würde ich das schon als Out bezeichnen, aber okay. Oh. Das ist ja krass, du machst sogar beide kaputt. Ja, das war ein guter Out. Einfach Spiegelkraft-Elixier wieder wurde weggenommen. Okay. Hast du irgendeine Ja. Möglichkeit, deinen Monster stärker zu machen? Absolut, ja. Sieht nicht danach aus. Er verdoppelt nur den Kampfschaden. Wenn es Ja. welchen gibt. Ja, das stimmt. Ja, so ein Pech. Dann ist es eben so. Muss ich auch wieder die ganze Zeit Rechtsklick drücken wegen der Falle, die ich Okay, gesetzt habe. cool, die kann ich ja benutzen. Okay. Das kann der Chaos. Dann holen wir als erstes den da. Naja, Sötchen. Also nichts Das kann der Schlimmes. andere auch. Nichts Schlimmes. Also Card Advantage ist eigentlich schon sehr stark, aber okay. Wieso ist das nicht einzigartig? Wär's einzigartig. Defekt steht doch einmal pro Spielzug, oder nicht? Ja, Einmal. aber da steht nicht. Du weißt, wie ein Hard Ones per Turn ausschauen muss eigentlich. Dafür hast du das Spiel schon lange genug gespielt. Normalerweise steht es am Ende und erwähnt nochmal den Kartennamen. Genau. Ach super, noch mehr Defense. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt mein Goal. Mein Goal ist jetzt, viele Monster aufs Feld zu kriegen, ja. Okay.
Ich warte schon darauf, dass du irgendwie alle auf einmal zerstörst. Nein, kann ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob so eine Falle du da hast. Mach dir keine Sorgen, die ist unnütz. Okay, dann weiß ich nicht, warum du nicht auf aufstellst, wenn sie unnütz ist. Die ist nicht komplett unnütz. Ich will sie noch in deinem Zug benutzen, also. Okay, ja, okay. Das kannst du wohl oder übel. Nehmen wir dich, dich und dich. Das wären die anderen Schwächer. Aber die waren, glaube ich, noch nicht über deinen 2500 Euro. Ich weiß gar nicht. Hab nicht so genau geschaut. Also, dann aktivieren wir dich. Legen dich ab. Oh. Adios. Ja, adios. Nö. Nö? Spiegelkraft? Nein. Nein. Mach das nicht! Okay. Hab mich jetzt nicht so viel davon abgehalten, muss ich sagen. Los geht's! Oh. Okay. Das kannst du tun, wenn du möchtest. Wand. Ja, da hast du definitiv recht. Nur, du hast eine Sache vergessen, die ich selber auch vergessen habe. Der darf, glaube ich, jedes Monster einmal angreifen. Oh, so viel zu meiner Pendelbeschwörung nächsten Zug. Ja, aber das Risiko bist du eingegangen, als du den beschworen hast. Vielleicht siehst du ja noch was. Was irgendwie eine Scale ist, die passt. Und? Hast du eine passende Scale bekommen? Oder gar keine Scale? Ja. Okay, ja, das ist sehr ungünstig, dass der auch Scale 8 ist. Der ist nicht mal stärker als irgendjemand. Ich glaube, das hilft dir nicht. Doch, denn jetzt kann ich Pendel halt benutzen, weil ich drei Karten im Extra-Deck offen habe. Oh, okay, dann hilft's dir schon. Dann hast du jetzt eine Scale. So, als wäre das jetzt Absicht gewesen. Jetzt eine Scale? Zieh mal eine an. Ich meine, es muss nur weniger als 8 sein. Das funktioniert, ja. Dann kommt dein Drache wieder. Warte, Effekt aktivieren. Ja, du kannst jemanden zum Drachen machen. Weiß nicht, ob der das jetzt was bringt. Wieso hole ich den überhaupt zurück? Das ist komplett unnütz. Du siegst sie doch einfach nur wieder. Und hey, dumme Frage, aber warum konnte ich mein Monster auf der Hand nicht mit auswählen? Welches Level ist es denn? 4. Ach so, nein, 8. Ja, 8 ist zu hoch. Warte mal, ist das dann nicht das Monster, was du aktivieren kannst, wenn ich dich angreife? Also aus dem Erinnern mich nicht an irgendeinen anderen, der Stufe 8 wäre, der in dem Deck ist. Okay, ja, das kannst du auch machen. Kannst du damit was Sinnvolles machen? Nur wenn du eine Fusion hättest eigentlich, oder? Oder? Warte mal. Fungiert der als... Warum willst du den rausholen? Sein Effekt noch gut ist. Er hält diesen Effekt. Ach nee, das kann er nicht. Ich klicke einfach nur Viren. Ich dachte eigentlich, der Drachenrufer konnte eine Fusion ersetzen, aber scheinbar nicht. Er kann Drachen wehtun. Oh mein Gott, wenn ich den in Mainphase 1 schon gehabt hätte, dann wäre der gar nicht mal so unnütz gewesen. Ich mach dich zu einem Drachen, solange er in der Pendelzone ist. Und hol ihn dann raus und greif an. Weil du Drache bist, macht er doppelt. Ach warte, nee, das ist ein Effekt, den er überträgt als Einfluss. Ja, nee, das ist ja egal. Was soll das? Was machst du da? Ich glaube, ich mache mich jetzt noch stärker. Das ist, so funktioniert das nicht. Nicht? Nicht? Ja, warte, du hast vorher... Willst du dem wieder die Scale packen, damit er nicht ausgewählt ist? Das funktioniert nicht. Ich annulliere dadurch ja nicht. Wieso funktioniert das? Wieso soll das nicht funktionieren?
Ja, dadurch annulliere ich ja nichts. Ja, musst du etwas annullieren, damit ein Effekt nicht besäuft oder was? Ja. Nein, musst du nicht. Wenn das Target nicht mehr da ist, dann kann der Effekt auch nicht mehr besäufen. Also das finde ich schon sehr OP, dass der das wirklich dazu addiert bekommt. Naja, aber das ist jetzt... lese ich das nicht so. Diese Karte erhält ATK in Höhe der derzeitigen ATK des Monsters. Ich habe vorhin auch gedacht, oh, wieso hast du jetzt 100 mehr? Das ist ja nicht fair. Ja, er erhält es. Und dann kann also er das einfach jede Runde nicht machen. Seine Standard-ATK. Ja, wenn es jetzt kein... Wenn es hier echte Karten wären, hätte ich dir das nicht erlaubt. Dann hätte ich das anders interpretiert. Ja, aber so steht's nicht halt nicht drauf. So funktioniert das Wort erhält nicht. Willst du ihn jetzt wegnehmen? Ach ne, du holst noch einen raus, okay. Das ist vollkommen irrelevant, weil ich die anderen beiden nicht in Defense stellen kann. Und du schon genug Schaden machst mit dem einen Monster. Ja, das stimmt wohl. Ah, so. Jetzt lass du nicht mal den Angriff durchgehen, was bist du für einer? Da war gerade noch ein Monster, das ich aktivieren wollte. Ich glaube, die in meiner Hand. Aber ist egal. Ich weiß nicht. Ah, ja, ja. Das war also der, den ich gesagt habe. Den kannst du ja aktivieren und dann beschwören. Da konntest du den Angriff negaten. Okay. Ja. Deswegen ist der eigentlich ganz gut. Vor allem, genau, stimmt, das war der. Der kann eine Fusionskarte ersetzen. Damit hättest du den anderen Pendeldrachen beschwören können. Aber gut, jetzt hätte ich wahrscheinlich sowieso dein Monster zerstören können. Aber der ist wirklich nicht schlecht. Okay, du hast zwei Karten gespielt. Okay, Einser Scale. Aber halt nur, wenn du das Richtige hast, aber das Sechser Scale. Und die Möglichkeit potenziell. Ah, okay. Oh, das könnte sogar wirklich funktionieren. Bis auf die Tatsache, dass es der Stufe 7 ist. Dumme Frage, aber wen soll ich nehmen, damit was funktioniert? Ja, nee, haut nicht ganz hin. Ich würde gerade, wenn er meistens Sinn ergeben würde in der Situation. Du kannst auf jeden Fall noch pendeln zwischen 1 und 6. Du kannst auch mit dem Effekt von deiner 6er Scale ein Monster auf dem Feld zur Stufe 1 und einen Fänger machen lassen. Aber das Ding ist, ich weiß gerade nicht, ob du an der Synchro dran kämst. Weil die brauchen ja, glaube ich. Du brauchst ja, glaube ich, Stufe 7, oder? Weil der ist ja Stufe 8, der da rauskommt. Ja, der ist Stufe 8. An Stufe 7 kannst du aktuell nicht beschwören. Ich habe nicht mal eins zur Auswahl. Ich kann nur Künstlerpumpel wählen. Ja, die Künstlerpumpe sind nicht so hoch. Ja, keine Ahnung. Überleg, guck, was da für Effekte sind. Vielleicht ist da eine, die du gerne hast. Ich meine, du kannst mehr searchen, wenn du willst. Der hilft dir jetzt aber nicht. Was machst du? Warum hast du den jetzt gespielt? Ja, okay, aber du hast ja keine Stufe 5er. Aber warum hast du den jetzt gespielt? Einfach so, weil da steht, dass es nur bei Normalbeschwörung einen Effekt hat. Ja, so genau. Kann ich halt dafür sorgen, dass ich ihn nicht benutzen kann. Ja, aber das hättest und du ja. Und er ist in Defense, damit du leichter drüber kommst, um ihn zu töten. Stand ja schon da. Oh mein Gott, Alter, du versuchst ja gar nicht irgendwie was zu machen. Nein, sonst hätte ich vorhin auch gewartet und den Effekt von der Hand genommen. Das ist ein bisschen... Ja gut, okay, bitte. Ich beschwöre mit dich. Okay. Also wenn, da hätte ich meine Scales anders gesprengt. Nämlich mit zwei Searches. Ich drücke jetzt einfach immer ja, egal was da kommt. Ja, genau. Und ich stelle mich nicht auf.
Warte mal, ich kann ja gar keinen anderen holen, der für Zerbeschwörungen hat. Ja, keine Ahnung, nimm den da. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so gut, wie ich es mir in meinem Kopf ausgedacht habe. Naja, egal. Oh, da muss sogar Death sein. Ah, 1100, das reicht für den Esel. Oh. Das. Jetzt greifst du auch noch den an. Du bist ja echt einer. Du wirst mich einfach eine Akku machen, kann das sein? Ja, bin verrutscht. Passiert. Natürlich. Ich habe Duellantenallianz gezogen. Blöd, dass ich keine Pendelzone habe. Ach, mein Gott, Alter, ja komm. Und die andere Fallenkarte kann ich nicht benutzen, weil ich keine Monster im Friedhof habe. Also nicht zwei Stück. Ah, nehmen wir den noch. Und dann, welchen habe ich denn noch nicht auf der Hand? Den da habe ich noch nicht auf der Hand. So, bin verrutscht. Ja, okay. Das gilt nur beim Angreifen, weil man dort ja zieht, aber Ordnung. Ja, ich ziehe die Karte doch auch. Ja, versehentlich nicht gesetzt. Ich ziehe alle meine Karten. Ja, ich bin versehentlich auf Aktivieren gekommen und hab dann gezogen. Oh, oh Mann. Weißt du, das ist eine neue Kopie. Ich kann den mal sehen. Mersötchen, wen habe ich noch nicht? Den scheinbar. Der ist aber schon. Achso. Ja. Okay, Das reicht, glaube ich, nicht. Ich kann nicht mehr ATK kriegen. Okay, dich, dich und dich. Dann da rein. Zeitdeutende Magier. Kann mich sogar besiegen. Ist wieder verrutscht. Ja. Bist echt ungeschickt. Ja, heute ist es schlimmer als sonst. Ja. Was ist los? Also, solange ich mit dem Scharfschützengewehr umgehen kann, gleich. Ich würde euch aktuell nicht im Scharfschützengewehr trauen, aber gut. Na, wenn du das nicht mit mir spielen willst, dann spiele ich Starbound weiter im Singleplayer. Habe ich an sich auch nichts gegen. Gut, bewerten nicht vergessen und tschö. Tschüss.